Willkommen zurück zu Donkey Kong 64 mit einigen Neuerungen, aber erstmal gehen wir in die fünfte Welt und schauen uns bestimmt mal die nächste Zwischensequenz an. Und sehen, was diese pelzigen Primaten vorhaben. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Hä? Kein Kong weit und breit? Wo sind sie hin? Wer war das? Lanky hält sie zum Narren. Fangt mich doch, ihr Witzfiguren. Okay, selbst Lanky kann sprechen. Oh Gott. Du, nach oben, ihm nach. Aber ich kann nicht klettern. Dann müsst ihr es jetzt lernen, kapiert? Und tschüss, Mann! Bin ich denn nur von Unfähigkeit umgeben? Okay. Das muss mal sein zur Auflockerung. Ja, die fünfte Welt ist der Wunderwald. Eine Welt von Banjo-Kazooie. Aber darauf gehe ich noch ein. Es gibt viel zu erzählen, Leute. Zum einen habe ich das Bonus fast nicht vergessen, dass ich am Ende des letzten Parts nicht mehr ganz erreicht habe. Da kümmern wir uns dann aber drum. Ich werde es schon nicht vergessen. Dann ist es mein erstes Video mit dem neuen Headset. Ich habe ja schon mal ein Ankündigungsvideo dazu gemacht. Hey, gelbe Bananen. Ah, das macht doch gleich viel mehr Laune, hey. So bessere Musik und so. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Auf jeden Fall muss ich hier irgendwo einen Bananaporter geben. Also so langsam vergesse ich wirklich alles. Diese Welten, die späteren Welten von Donkey Kong 64, habe ich mir zu selten vorgenommen. Komme ich da nochmal raus irgendwie? Und noch eine Änderung. Ich spiele nicht mehr in 16:9, sondern wieder in 4:3. Es ist so, man kann es natürlich einstellen im Spiel auf 16:9. Und dann muss man den Fernseher umstellen. Beziehungsweise meine Videodateien sind immer eingequetscht gewesen, sozusagen. Aber mit YouTube Stretch, dem Tag, 16:9 Tag, YouTube Stretch, konnte ich diese auseinanderziehen. Was aber im Endeffekt dann schlecht aussah. Es war zwar 16:9, aber es war, die Qualität sah nicht so gut aus. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere es halt mal in dieser Auflösung. Wenn ihr schreit wie wild, wir wollen die alte Auflösung haben, ja, dann kann ich, je nachdem, wie ich dann reagiere. Ey, cool, hier sind die Bananaporte. Tue ich erstmal alle aktivieren. Ja, das kann ich dann wieder viele Parts später umändern, wenn ihr unbedingt wollt. Aber ich finde, es sieht so viel besser aus. Die Texturen sind viel klarer, weil YouTube einfach die wenigen Pixel, die wir leider nur haben, nicht auseinanderzieht. Ja, also eine gewaltige Umstellung irgendwie. Auch wegen der neuen Stimme, da brauche ich natürlich auch Feedback, ob sich besser oder schlechter anhört. Das Rauschen sollte weg sein, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und hier sind noch mehr Bananen für Donkey Kong. Genug geredet, wir müssen uns jetzt mal orientieren. Es gibt viele, viele Ausgänge. Hey, Stony, alles klar? Mit dem Let's Playen aufgehört. Und tschüss, Mann. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, okay. Es gibt hier Tag und Nacht, wie ihr seht. Manche Türen sind nur nachts offen. Das ist natürlich sehr dämlich gerade. Wir werden uns jetzt erstmal orientieren. Hier muss doch irgendwo ein Bananaporter sein. Nicht? Da hinten ist Snide. Vielleicht hat der einen. Auf jeden Fall sehe ich da einen Ballon. Na, das wollen wir doch gleich mal kaputt machen. Welcher hat denn die Ehre? Diddy. Dann wechseln wir jetzt einfach mal zu Diddy. Und laufen nochmal zum Zentrum. Und dann werden wir uns orientieren, weil jeder Gang hat ja eine eigene Farbe. Und demnach, da werden wir uns nachrichten. Hier haben wir die Mühle. Blauer Gang Mühle, während Stony wieder aufersteht. Erinnert mich irgendwie an seine, naja, ich will nicht Karriere sagen. das war der zentrale Ausgangspunkt, okay? Hier haben wir ein riesen Apfelabbild. Boah, Leute. Bei diesen riesigen Welten weiß man nicht, wo man anfangen soll. Wir haben ein grünes, ein blaues. Dann kommt der Brunnen.
Bananen für dich. Lila. Ach, ich habe keinen Plan. Wir nehmen einfach eins nach dem anderen durch. Aber hier sind Federn erforderlich. Okay. Ich glaube, ich weiß auch, was da passiert. Wo ist denn das Tauschfass? Moment mal, Tauschfass? Hallo? Das hat was mit der Kanone zu tun, oder? Oder dem Pilz? Oh, da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Moment mal. Das werde ich näher ergründen müssen. Dürfen. Sollen. Hier war nämlich irgendwas Rotes. Yay! Ich weiß aber nicht, was es jetzt bringt. Kann ich vielleicht oben irgendwas absahnen? Bananen oder so? Nee, wir können gar nicht höher fliegen. Wir können da gar nicht drauf fliegen. Bemitleidenswert. Batsch. Okay, da sehe ich einen Tauschfass, deswegen bin ich auch hierher gesprungen. Kristallkokosnüsse. Und dann werden wir uns erstmal Tiny schnappen und den ersten all dieser Gänge erforschen. Achso, genau, was ich sagen wollte. Das ist die Welt aus Banjo-Kazooie. Also die war geplant für Banjo-Kazooie. Man sieht sie sogar noch im Haus von Banjo. Gibt es ein Bild, wo er hier durchläuft. Aber das ist halt Rare und die haben das in letzter Sekunde entfernt. Ich wusste mal wieso. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben sie es entfernt. Aber hatten den Level halt noch. Oder es war so große Ähnlichkeit mit Click-Lock-Wood da. Man weiß es nicht. Fungus Forest hieß es. Und hier sind ja auch jede Menge Pilze da. Es ist der Level aus Banjo-Kazooie. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Oh, hier muss Junkie her. Na egal, ich bleib dabei. Ich will erst diesen Gang erforschen und dann die anderen. Immer der Reihe nach. Mich stört nur, dass hier irgendwo... Wo sind denn die Tauschfässer? Hier muss doch irgendwo eins gewesen sein. Nehmen wir das. Nehmen wir das so lang. Okay, Junkie darf ran. Moment mal, grüne Bananen. Nehme ich. Es gilt mal wieder, alle Bananen zu finden, alle goldenen Bananen und jeden anderen Kack. Ich glaube, ich weiß schon, was da kommt. Nämlich ein Zinger, der uns bebombt. Ja. Ich glaube, das war irgendwas mit Riesenäpfeln oder so. Krimskrams und da regnet es auch. Vor allen Dingen sind da noch Bananen für Tiny. Nicht vergessen. Oder nur eine. Nur eine einzige. Das ist genau das. Bitte hilf mir. Die beknackten Tomaten haben alle meine Freunde gefuttert. Nur ich bin noch übrig. Mach sie platt. Dann hältst du von mir eine coole Banane. Tomaten? Ich verstehe schon. Die Killer-Tomaten. Vom Dienst. Ich soll sie platt machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Werdet ihr sehen. Das ist cool. Kann ich euch so platt machen? Tatsächlich? Nee. Scheinbar nicht. Er sinkt so langsam ab. Hey, das finde ich komisch. Okay, Junkie, geh weg. Hier muss es irgendwo ein Fass geben von Junkie. Das macht ihn ja bekanntlich riesig. Ein Donkey Kong-Feld. Genau. Regenbogenmünze. Zu viele Stonies hier. Was ist das denn? Der Boden sieht recht kahl aus. Ob ich wohl etwas zum Einpflanzen finde? Okay, ich weiß jetzt gar nichts mehr. Da ist Tiny. Tiny Fass. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es im Moment nicht mehr. Aber ich werde schon noch drauf kommen. Blind ist was anderes. Da haben wir doch das riesen Junkie Fass. Wo ist das Problem? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Reicht das? Dann machen wir die Tomaten platt. Die Schwierigkeit besteht eher darin, möglichst wenig Kristallkokosnüsse zu verschwenden. Beziehungsweise müssen reichen. Puh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Doch der ständige Regen drückt aufs Gemüt. Bring mich an ein sonniges Fleckchen und die Banane gehört dir. Ja, sonst hast du keine Wünsche, oder? Da hätte ich dich gleich wegtragen können. Sei bloß vorsichtig, Junkie. Ich mag keine blauen Flecken. Hier irgendwo war doch so ein Abbild von einem Apfel. Genau hier. Okay.
Wow, nettes Plätzchen. Hier möchte ich alt werden. Banane? Ach ja, ich Wurm. Das hätte ich fast vergessen. Du Wurm. Du Fisch. Du elender Wurm. Kann man den jetzt zerdrücken jetzt noch? Das ist die 90. Banane. Wow, was ein Brocken. Ja, komm, ich zerquetsch dich. Na okay, lassen wir es. Dann werden wir den ganzen Rest einsammeln, der sich hier hinten noch befindet, beziehungsweise werden wir mal gucken, was wir da einpflanzen können. Ich verstehe gar nichts. Was sollen wir denn da einpflanzen? Die Banane auf keinen Fall vergessen. Ah, da ist noch eine Nacht. Ah, nachts geht's hier noch weiter. Ach nee, hier ist nur Bananen. Münzen. Interessant. Funky ist auch da. Komm, wir statten mal Funky einen Besuch ab. Vielleicht hat er irgendwas Neues. Man weiß es nicht. Ein Update oder sowas. Soll ja vorkommen. Tatsächlich. Yo, Chunky! Schieb mir 5 Münzen rüber und schmelze deine Schule auf Möbeln. Wie sieht's aus? Zielsuchmunition. Das ist ja cool. Okay. Hör zu, Chunky, alle Rechute Besitzer haben jetzt eine Zielsuchfunktion. Such dir ein paar rote Munitionskisten und leg los. Stimmt. Das war's, Chunky, ich bastle an der nächsten großen Sache. Stimmt, es gibt auch die roten Munitionskisten. Die müssten wir bestimmt jetzt auch mal beispielshaft irgendwo rumliegen haben. Nein, haben wir nicht. Egal. Wen interessiert's? Lila Bananen. Guck mal, wir wechseln erstmal zu Tiny. Bevor wir das Ganze vergessen. Komm schon. Banane Number One. Okay. Die anderen Palmen wollte ich schon fast sagen. Es sind nur Pilze. Ganz kleine Pilze. Sowas isst man. Davon macht man sich 20 in die Suppe. Ja, Tiny hat hier noch irgendwas zu melden, aber ich weiß nicht genau was. Die Tomaten bleiben. Hier haben wir noch einen. Noch einen Mammutbaum, ja. Okay, alles für Tiny. Tiny hat hier ein kleines Fass. Warum? Irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, sie sofort abzuknallen. Aber ich brauche auch mal wieder Dinger. Ich könnte die Kasplatten auch mal mit den Granaten auseinandernehmen. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen uns einfach mal als Tiny Tiny an dieser Stelle. Ob es irgendwas bringt, wage ich zu bezweifeln, aber wir machen es halt. Wir haben wenig Kristallkokosnüsse. Da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen dringend welche einsammeln, wenn wir welche sehen. Was soll das bringen hier? Ich kann doch nichts machen. Bullshit. Dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja noch etwas, was wir einpflanzen können. Oh Gott, die Killer-Tomaten. Nichts hier weg. Das war der grüne Raum. Nur bedingt zurückkehren. Na, obwohl, wir müssen zurückkehren. Das wird auf jeden Fall gelöst da. Aber Chunkies, Bananenmünzen sind keine Pflicht. Na du Wurm. Jetzt gucken wir uns hier um. Welcher Kong ist denn gefragt? Gibt es hier irgendwelche Bananen? Hier liegen keine Bananen. Das ist das mit der Mühle. Ja okay, dann gucken wir uns jetzt mal hier um, ne? Kein Problem, was soll's. Filme. Aha. Man konnte auf Nachtstellen bei der Uhr am Anfang. Wir werden erstmal den ganzen Tag erforschen. Und dann können wir uns nachts rumtreiben. Auch wenn die meisten Kongs da schon wieder. Oh, Bananen. Da schon im Bett liegen müssten. Tiny unter anderem, aber naja. Na gut, wir müssen ja die Welt retten. Ne, wir müssen die Donkey Kong Insel retten. Mehr nicht. Dann ist es ja ein Klacks. Okay, die ist schon mühsam, manche Bananen einzusammeln. Da erkennt man aber deutlich die Parallelen zu Banjo-Kazooie. Eigentlich ist Donkey Kong 64 auch ein Banjo-Game, kann man schon sagen. Hey.
tauscht was, das freut mich. Ey, die Welt ist groß. Sehr groß. Fast schon leider. Nein, zu groß ist was anderes. Okay, Leute, weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.